Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedeemC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einem neuen Video und auf das Video freue ich mich sehr. Heute testen wir die neuen Gönnergy-Sorten, die ihr hier seht. Da habe ich die nochmal schön aufgestellt. Die sieht man auch im Bild hoffentlich mit einer schönen Audioqualität, schönen Bildqualität. Letztes Mal war ich auch in dieser Jacke und dafür, ja, ich war draußen. Heute bin ich mal drin mit Studiobeleuchtung. Wir fangen direkt an. Wir haben nämlich die Sorten Sweet Lemon. Kann ich hier mal zeigen? Ja, fokussiert das? Ja, das sollte fokussieren, ne? Ziemlich geil. Grün, süße Zitrone. Dann haben wir die Sorte White Peach, weißer Pfirsich. Ah, das fokussiert. Sieht richtig geil aus. Das Design ist immer wieder richtig geil. So, das hier Pfirsich, das andere Zitrone und die violette Sorte Juneberry Jam. Kann ich hier auch nochmal ganz kurz zeigen. Und wir legen los. Ich würde einfach mal sagen, wir starten mit dem Grün. Heute bewerte ich wieder die von 1 bis 10. Es war richtig schwer, da ranzukommen, weil ich dachte, es ist im Rewe. Überall angerufen, überall ausverkauft. Bis ab 14 Uhr war gefühlt schon überall ausverkauft. Und im Kaufland bei uns hatten die das einfach. Wir standen rein, Sweet Lemon. Geruchstest erstmal. Okay, riecht ganz normal, so zitronenmäßig halt. Zitronenaroma riecht jetzt auch nicht gerade stark. Nochmal angemerkt, alles nochmal sugar-free und wir probieren jetzt. Oha. Boah, das schmeckt sehr geil. Das schmeckt nicht so süß wie die anderen, wie die ersten drei Sorten. Gerade nicht so süß wie die blaue Sorte. Ich glaube, Coconut, Blueberry Coconut war das. Schmeckt sehr, sehr angenehm. Leichte Kohlensäure, aber eine normale Kohlensäure. Boah, schmeckt richtig, richtig angenehm. Schmeckt aber so zitronenmäßig. So Sweet Lemon kann ich verstehen, warum man das so nennt. Aber schmeckt für mich einfach wie ein geiler, zitroniger, vielleicht ein bisschen limettiger Energy Drink. Das schmeckt richtig lecker. Hat auch so eine säurige Note. Ich gebe dem eine 7. Das hat dieses Zitronige. Aber irgendwie, mir fehlt das Besondere. Wisst ihr, was ich meine? Mir fehlt irgendwie das Besondere. Aber an sich sehr geil auch zum Erfrischen. Ich glaube, gerade im Sommer könnte das richtig, richtig gut kommen. Gut, das nächste, was wir hier haben, ist White Peach, habe ich vorhin auch schon mal gezeigt. Weißer Pfirsich. Da bin ich auch mal gespannt, wie das sein wird. Jetzt erstmal das provisorische Geräusch. Aufpassen, Leute. Ah, oh, so muss das. Okay, wir beginnen wieder mit einem Geruchstest. Geil, Alter. Pfirsich, einfach dieser typische Pfirsichgeruch, richtig geil, nicht zu künstlich oder so. Wir starten jetzt mal rein, ich bin gespannt, wie der schmecken wird. Mmh. Boah, tschüss, Alter. Also White Peach würde von mir auf jeden Fall eine 7,5 von 10 bekommen. Ich habe kurz überlegt, 8 von 10, aber es wäre ein bisschen zu hoch, würde ich sagen, weil das ist einfach so Special-Meshel-mäßiger, wenn ich verstehe, was ich meine. Ich mag Pfirsichgeschmack, das erinnert mich irgendwie an diese Pfirsich-Weingummi irgendwie, sowas. Da gibt es irgendwie solche, das erinnert mich vor allem diesen Geschmack sehr, sehr angenehm. Auch nicht zu viel Kohlensäure, sehr angenehme Kohlensäure und nicht zu süß, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und kommen wir zum letzten, Juneberry Jam. Auf die Sorte hier bin ich wirklich am meisten gespannt, wie die schmecken wird und was das genau darstellen soll. Ich würde sagen, wir starten rein. Und machen schon wieder auf. So, erstmal Geruch. Oh, Geruch, Alter. Boah, geil. Also so ein bisschen so Blaubeerenmäßige. Ich glaube, Juneberry übersetzt heißt ja irgendwie Felsbeere oder so. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe es mal übersetzen lassen. Aber ich glaube, das geht so Richtung Blaubeere, ne? So Blaubeermousse, weil Jam ist ja, glaube ich, Marmelade, wenn ich nicht komplett bescheuert bin. Riecht schon mal intensiver als die anderen beiden. Boah, ich bin echt gespannt, Mann. Auch nicht so süß. Ich glaube, der ist sogar somit am wenigsten süß. Also man merkt generell, dass die neuen Sorten, die neuen drei Sorten, auf jeden Fall viel weniger süß sind als die ersten drei Sorten. Und das ist auf jeden Fall gut, weil ich, wie gesagt, ich konnte mich daran erinnern, wie dieser blaue Coconut Blueberry einfach unfassbar süß war. Das ist jetzt mal eine frische Abwechslung dazu, muss ich sagen. Aber hier, Juneberry Jam. Es hat eine sehr angenehme Geschmacksnote. Es schmeckt im Abgang auf jeden Fall sehr, sehr geschmeidig. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Aber für das, was ich erhofft hatte oder für das, was es vielleicht sein sollte, ist das vielleicht eine kleine Enttäuschung vom ersten Eindruck. Aber da bin ich auf jeden Fall auch auf eure Meinung gespannt. Wie findet ihr die neuen Gönnergy-Sorten? Habt ihr schon die neuen Gönnergy-Sorten? Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr die noch nicht habt und haben wollt, probiert es wirklich mal im Kaufland aus. Die sollten ursprünglich am 22. in Kaufland kommen. Die waren bei uns schon früher drinnen. Probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Glück. Und ich bin auf eure Meinung gespannt, wie ihr die neuen Gönnergy-Sorten findet. Leute, danke fürs Ansehen.
des Videos. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr von so einem Content zu verpassen. Und teilt das Video auch gerne, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und danke nochmal an die Kanalmember für euren Support. Hier seid ihr nochmal aufgelistet, habe ich fast vergessen. Tut mir wirklich sehr, sehr leid, ich vergesse es ziemlich häufig. Hier habt ihr jetzt ein absolut wunderschönes Video, das ihr nie im Leben verpassen solltet. Klickt es an, schaut es euch an, ihr werdet es nicht bereuen. Leute, haut rein und auf Wiedersehen.